Der Bischof von Speyer, Dr. Georg Wiesemann, hat in seinem Bistum die Durchführung von Pseudo-Segensfeiern erlaubt. In einem Brief an alle Priester, Diakone, Pastoral- und Gemeindereferenten im Bistum Speyer vom 2. November 2023 schreibt er an alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, dass er solche Segensfeiern, Pseudo-Segensfeiern, sakrilegische Segensfeiern, nicht nur dulden wird und nicht sanktionieren wird, sondern dass er solche Segensfeiern sogar gut findet. Die Boshaftigkeit dieses Schreibens, die Zerstörungskraft wird deutlich, wenn man das Schreiben vergleicht mit einem ähnlichen Schreiben von Erzbischof Koch des Erzbistums Berlin. Auch er hat solche Segensfeiern erlaubt, aber mit einer ganz anderen Begründung. Er hat gesagt, in Berlin gibt es ein Zwei-Parteien-System hinsicht dieser Segensfeiern. Es gibt einige, die sind völlig dafür und andere sind völlig dagegen und jeder hat seine Argumente, die dafür zitieren den synodalen Weg. Die Gegner zitieren das Schreiben des Vatikans vom Frühjahr 2021 und er sagt, wir werden uns da nicht einigen, es gibt keine Möglichkeit einer gemeinsamen Linie, deshalb soll jeder das so machen, wie er es für richtig hält, aber er soll das nicht in kämpferischer Art und Weise tun. Wer solche Segensfeiern durchführen soll, soll das im Privaten machen und nicht irgendwie in einer militanten Art und Weise gegen die Gegner. Er selbst ist eher dafür, ja, und damit wird deutlich, dass er im Grunde genommen ein heretischer und schismatischer Bischof geworden ist. Aber er hat immerhin zugegeben, wir wissen das nicht, und er macht sich eigentlich damit praktisch so eine Art Verwalter seines Erzbistums, denn er ist nicht mehr in der Lage, den überlieferten Glauben weiterzugeben. Er weiß nicht mehr, was die Wahrheit ist, was die wahre Moral ist. Ja, er hat keine Ahnung, was die Sexualmoral ist, ja, auch was das katholische Eheverständnis ist. Und deshalb sagt er, okay, jeder soll so leben, wie er das für richtig hält. Jeder soll die Religion praktizieren oder sich eine Religion fabrizieren, die er für sich richtig hält. Also de facto ist er kein Bischof mehr, sondern er ist maximal ein Verwalter eines Erzbistums letztendlich. Aber Sie sehen, dass es gibt gerade der Boshaftigkeit oder der Häresie, weil hier geht man viel weiter. Bischof Wiesemann geht viel weiter. Er befürwortet, und die Gegner, die werden quasi in eine Randposition gebracht. Außerdem begründet er das Ganze in einer wirklich haarsträubenden Art und Weise, das hält man nicht mehr möglich. Und zwar, er sagt folgendermaßen, sowohl im Hinblick auf Gläubige, deren Ehe zerbrochen ist und die wieder geheiratet haben, also die famosen wiederverheirateten Geschiedenen, und jetzt ist es interessant, als auch insbesondere im Hinblick auf gleichgeschlechtlich orientierte Menschen, ist es dringend an der Zeit. Und jetzt kommt das, jetzt muss man sich festhalten, vor allem vor dem Hintergrund einer langen Geschichte mit tief verletzenden tiefgehenden Verletzungen, eine andere aus dem Evangelium inspirierte pastorale Haltung, wie sie von vielen von Ihnen ja auch schon seit langem praktiziert wird. Und das ist wirklich unglaublich, das muss man sich wirklich genauer anschauen. Denn er sagt im Grunde genommen, alle Bischöfe, alle Päpste, die gesamte Kirche vor ihm lag in dieser ganzen Geschichte völlig falsch. Und sie haben eben, ja, das führte, und diese falsche Haltung führte zu tiefgehenden Verletzungen. Ja, das heißt, wenn er das sagt, dann ist die ganze Kirche seit 2000 Jahren eine falsche Kirche. Dann ist es am besten, okay, man löst diese Kirche auf und gründet eine neue, entsprechend im synodalen Weg. Das ist eigentlich, was er sagt, ja. Alle Leute vor ihm, alle Leute vor Herrn Wiesemann lagen in dieser Frage völlig falsch. Alle Bischöfe und so, alle Kirchenlehrer, Doktoren etc., die haben das alle nicht richtig verstanden. Und jetzt kommt das, und das ist noch schlimmer, was er jetzt sagt, deshalb brauchen wir eine andere, aus dem Evangelium inspirierte pastorale Haltung. Das heißt, die pastorale Haltung davor war nicht vom Evangelium inspiriert. Ja? Die ganzen Missionare, ja, die für die Sexualmoral eintreten, für das katholische Eheverständnis. Ja, die ganzen Missionare, die ganzen Heiligen und so, die waren alle nicht von dem Evangelium inspiriert. Das ist, was er sagt. Also das muss man sich vorstellen. Also ich bin gespannt, ob es innerhalb des Bistums dann wirklich nicht einen gewaltigen Widerstand gegen so viel Hybris, Überheblichkeit. Also das Ganze, man kann das gar nicht richtig beschreiben in Worten, ja. Also dieser Herr hat nicht mal ansatzweise eine gewisse Distanz zu dem, was er wohl selber denkt, ja. Ansonsten kann man sowas nicht schreiben, ja. Also er offensichtlich reflektiert gar nicht, ob das, was er denkt, irgendwie
Sinn macht. Ja? Er verurteilt die gesamte Kirche, die vor ihm existiert hat, und gründet eine neue Kirche. Jetzt endlich müssen wir ja, eine pastorale Haltung entwickeln, die aus dem Evangelium kommt. Und damit werden wir diese tiefgehenden Verletzungen, die die Kirche seit 2000 Jahren verübt, überwinden. Ich meine, das Ganze ist einfach unglaublich. Denn dann ist es wirklich besser, man löst die Kirche auf. Also dann macht das wirklich keinen Sinn. Ja? Und dann pickt er sich Sachen aus dem Evangelium raus und so weiter. Ja, und dann versucht er es zu begründen. Ja, das kommt, wir müssen jetzt eine Theologie der Barmherzigkeit und so weiter entwickeln und so weiter. Als ob diese ganzen Dinge es nie existiert haben. So sagt er zum Beispiel hier. Wir müssen uns überlegen, wie wir ihnen durch den Segen die ihren Lebensweg begleitende, heilbringende Nähe Gottes zusagen und ihnen damit auch ein Zeichen der Kirche geben können, dass sie mitten in unsere Gemeinschaft hineingehören. Der Segen im Namen der Kirche bezeugt diesen Gläubigen, dass sie in ihrer Situation nicht von Gott allein gelassen werden. Und das ist natürlich völliger Unfug. Und das macht wirklich sehr, hat das sehr deutlich gemacht, das Schreiben des Vatikans vom Frühjahr 2021. Diese Leute werden durchaus gesegnet, ja. Wenn man in die Messe geht, alle Leute, die dort sind, bekommen den Schlusssegen. Ja, jeder kann eigentlich zum Priester gehen und sagt, segnen Sie mich bitte, und er tut das, ja. Hier geht es darum, eine besondere Lebenshaltung, eine Praxis, eine Partnerschaft zu segnen. So. Unabhängig von moralischen Bedenken ist es so, und das hat sehr gut Margarete Strauß in einem Video zu diesem Thema erklärt, die Kirche segnet keine Partnerschaften. Es gibt keinen Segen zum Beispiel für Mutter-Kind oder Mutter und Kinder oder sowas. Oder es gibt keine es gibt keinen Segen zum Beispiel für eine Arbeitsgruppe oder die ganze Belegschaft einer Firma. Oder sowas existiert einfach gar nicht. Ja? Das heißt, hier wird außerdem noch eine Privilegierung von Leuten gemacht, die entsprechend der katholischen Moral und der biblischen Moral, ich meine, du kannst einfach in der Sünde leben, ja. Und diese Leute sollen jetzt eigentlich sich nicht von Gott allein gelassen fühlen, indem man einen Pseudosegen erfindet, ja. Und das ist das Interessante, deshalb betone ich das jedes Mal in diesen Videos über dieses Pseudosegens fahren. Der Vatikan hat ganz klar gesagt, die Kirche, selbst wenn sie das will, kann nicht diesen Segen erteilen. Das heißt, die Kirche kann nicht irgendwie irgendwelchen Segen erfinden, ja, die überhaupt nichts damit zu tun haben, was in der Bibel steht, ganz einfach. Das geht einfach gar nicht. Das heißt, da findet nichts statt. Es ist ein absoluter Fake. Ja. Und das erklärt dieser Bischof Wiesemann nicht mal ansatzweise. Er gibt sich gar nicht die Mühe, ja, zu sagen, okay, warum ist dieser Text, diese Stellungnahme des Vatikans einfach falsch. Da könnte er sagen, okay, nein, das ist doch nicht so, es gibt Theologen, die dies sagen, es gibt Theologen, die jene sagen. Das hat ja immerhin Erzbischof Koch noch gesagt, ja, die ganzen Argumente. Er macht das nicht. Er sagt, das ist das Ganze, und das erklärt er irgendwie gar nicht richtig. Und das Schlimme ist Folgendes. Er sagt, das Ganze soll aber ja nicht irgendwie dem Sakrament der Ehe ähneln. Die Feier muss sich in Wort und Zeichen von einer kirchlichen Trauung unterscheiden und soll ausdrücklich als Segenshandlung bestärken, was in der Paarbeziehung an Liebe, bla 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 bla. So, aber dann komme ich nochmal zurück. Die Kirche segnet keine Gemeinschaften, keine Paare oder wie gesagt Mutter-Kind oder Freunde oder so. Es könnte ja auch sagen, eine Freundschaft, Freunde können sagen, okay, wir möchten jetzt gesegnet werden oder wir haben einen Club, wir haben eine Clique gebaut. Das existiert gar nicht. Ja? Das heißt, es ist offensichtlich, dass diese Leute gesegnet werden sollen, weil sie irgendwie einer Ehe ähneln. Ansonsten macht diese Geschichte nicht mal ansatzweise Sinn. Ansonsten müsste man sagen, okay, wir führen einen Haufen Segensfeiern ein, ja, für alle möglichen Beziehungen, die es gibt. Es gibt ja sehr viele. Oder zum Beispiel, wenn zwei Geschwister, einer hilft dem anderen, weil er ein Pflegefall geworden ist und so. Das alles existiert nicht. So. Und das Interessante ist folgendes, er wartet ja nicht einmal ab, was der synodale Weg eigentlich dazu sagen wird. Denn es gibt eine Kommission von Bischofskonferenz plus Zentralkomitee der deutschen Katholiken, die so Ende des Jahres so einen ersten Projekt für Segensfeiern geben werden.
Und was macht Bischof Wiesemann? Er sagt, nein, gehen Sie schon sofort zur katholischen, zur Arbeitsgemeinschaft für katholische Familienbildung und Pastoral. Diese Leute haben nämlich eine Arbeitshilfe, wie man solche Segensfeiern gestalten könnte. Diese Segensfeiern wurden sehr genau von Margarete Strauß analysiert und sagt, es ist offensichtlich, dass da eine Parallelität eigentlich mit der Ehe, mit einer Zeremonie der Ehe stattfindet. Ja? Also es ist ganz offensichtlich, dass man das so nah machen möchte, eigentlich an der Ehe. Ja? Das heißt, der nächste kleine Schritt wird sein, okay, es gibt so eine Art Ehe für alle, auch innerhalb der Kirche. Also das ist, also man muss schon ziemlich blöd sein und blind eigentlich, um das nicht zu erkennen. Das heißt, Sie sehen, das ganze Dokument ist eigentlich außerdem noch, ja, will die Leute einfach völlig in die Irre führen. Ja? Und dann kommt es, was passiert mit den Leuten, die das nicht machen können? Ja, also die das nicht machen wollen. Und die Erklärung ist wirklich sagenhaft. Er sagt nämlich, wenn Sie, das ist ja alles an die Priester etc., Pfarrer und so weiter gerichtet, wenn Sie eine Segnung mit Ihrem Gewissen und Ihrem Glaubensverständnis, also seinem privaten Glaubensverständnis, ja, das ist grotesk, ja, nicht vereinbaren können, dann respektiere ich diese Entscheidung. Sie sehen hier ganz im Vergleich wieder mit Erzbischof Koch. Erzbischof Koch hat immer gesagt, okay, Sie haben richtige Argumente, ja, Sie haben den Vatikan hinter sich und so weiter, deshalb ist das völlig in Ordnung. Hier wird das maximal respektiert, weil er mit seinem Gewissen in erster Stelle, ja, das ist also, nee, ich habe irgendwie Probleme, ich weiß es nicht, ja, ich habe Skrupel oder sowas, so, und mit seinem, mit ihrem, also damit meint er eigentlich ein privaten Glaubensverständnis. Das ist die Auffassung von Bischof Wiesemann. Das heißt, die Leute, die gegen sind, sind klar im Nachteil. Ja? Die werden, und was wird mit diesem Bischof, mit diesem Bistum passieren? Welcher normale Seminarist wird da noch hingehen wollen? Jeder Mensch, der eine priesterliche Berufung, der wird da nicht mehr hingehen. Welcher Bischof in Polen, Kroatien, Afrika wird da noch Bischöfe, Priester dahin gehen, Pfarrer. Die haben doch da überhaupt keine Chance unter diesen Bedingungen. Wer keine Segensfeiern feiern will, der hat da nichts mehr zu melden im Urlaub. Der wird maximal geduldet, ja, und der wird wahrscheinlich irgendwie zu irgendwelchen Gegenden, ich nehme an, da in der Pfalz gibt es auch noch sehr recht konservative Gegenden, wo da schickt, wird da irgendwo da wohin geschickt, ja, aber der hat keine Möglichkeit, irgendwie aufzusteigen. Das heißt, es ist völlig klar, hier will man im Grunde genommen ein Genderbistum einführen, ja, in welchem eigentlich die Segensfeiern oder die Pseudo-Segensfeiern, sakrilegische Segensfeiern, muss man sagen, eigentlich zum Standard geworden sind. Und das sagt er ganz klar. Dann sagt er, okay, herzlich lade ich Sie alle zu einer Fortbildung, Verschiedenheit wertschätzen. Da können Sie wahrscheinlich irgendwie lernen, wie man das macht und so weiter. Und dann sagt er ganz am Ende, lassen Sie uns diesen Weg gemeinsam und im Dialog verbleibend gehen. Also es ist ganz klar, dieses Bistum Speyer, ja, ist kein katholisches Bistum mehr, jedenfalls der Bischof nicht mehr. Also das ist einfach unglaublich, was er sich hier geleistet hat. Ja, und da sollten sich andere liberale Bischöfe, die sagen, okay, wir müssen was mit diesen Leuten machen, ich will jetzt nicht auf die große Argumentation, aber die müssen doch sehen, das ist doch wirklich völlig heretisch, was hier abläuft, und das ist doch überhaupt nicht mehr katholisch. Ja? Und man muss ja sehen, eine ganz wichtige Sache ist, dass diese ganzen Prozesse sind ja dynamisch. Das heißt, wenn er schon damit, mit diesen Segensfeiern, wo die Doktrin, wo die Theologie so deutlich ist, es ist ja offensichtlich, dass diese Segensfeiern verstoßen gegen die katholische Sexualmoral und gegen auch das katholische Eheverständnis. Das ist offensichtlich, ja. Also das kann man nicht verneinen. So, wenn er schon bereit ist, sowas zu machen, dann ist doch die nächsten Schritte sind doch schon praktisch vorprogrammiert. Und es gibt ja schon Linkskatholiken, die fordern von den Bischöfen, doch endlich mal einfach Frauen zu weihen, ja. Und dann sieht man eben weiter. Dann sollte eben der Vatikan irgendwie was tun. Ja, also hier werden Fakten gesetzt einer, ja, antikatholischen Kirche ganz einfach, ja, die wirklich schlimm sind, ja. Und er folgt ja nicht einmal den synodalen Weg. Der synodale Weg selbst ist ja weiter zurück als das, was dieser Bischof gemacht hat. Also das ist eine völlige Katastrophe. Die ganzen Gläubigen im Bistum Speyer sollten aufpoltern, sollten protestieren, sollen sagen, also so geht das nicht. Ja. Also ich finde auch, Bischof Wiesemann ist auch nicht mehr berechtigt, Kirchensteuer einzutreiben. Das
Meines Erachtens geht das nicht. Ich weiß, ich bin kein Kirchenrechtler, das müssen Kirchenrechtler sehen. Aber wer so etwas macht, darf keine Kirchensteuer eintreiben, meines Erachtens. Meine Intuition sagt mir das, ja. Weil er hier ganz klar eine Kirche errichtet. Er ist ein Usurpator im Grunde genommen. Ja, er ist eine reine Willkürherrschaft, die er hier eingerichtet hat. Er sagt, ich denke so, deshalb mache ich das so, ganz einfach. Also was Katechismus sagt, was die Kirche sagt, was die Kirche, Weltkirche denkt, das alles interessiert mich nicht. Ich halte das für richtig, deshalb mache ich das. Das ist reine Willkürherrschaft. Also wenn man eigentlich, der synodale Weg hat ständig gesagt, ja, wir müssen den Machtmissbrauch überwinden und so weiter. Also wenn das kein Machtmissbrauch ist, gibt es keinen Machtmissbrauch. Das ist totale Willkür. Das ist einfach eine Herrschaft einer Person, die sagt, ich will das und deshalb tue ich das und ich fühle mich an nichts gebunden. Ich hoffe, dass da wirklich viel Reaktion entsteht im Bistum Speyer. Vielen Dank.